Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe DAX Trading für Vielbeschäftigte. Ja, nach eine kleine Pause haben wir nochmal einen Termin jetzt in diesem Jahr, bevor das Jahr endet. Und ich freue mich sehr, dass Thomas Hartmann heute wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und ja, umso mehr freue ich mich auch, dass Sie heute Morgen live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer, bevor ich an den Thomas übergebe, müssen wir den Risikohinweis besprechen. Denn ja, dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute, auch wenn der Thomas den einen oder anderen Trade vielleicht macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und dürfen wir diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Gut, ja, dann, lieber Thomas, gestern hatten wir, ich sag mal, ein bisschen Bewegung. Sehen wir heute den Turnaround Tuesday? Sehen wir heute den Turnaround Tuesday? Ja, das ist die gute Frage. Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Freue mich wieder hier zu sein, hier sein zu dürfen. Ja, es gab jetzt mal eine längere Pause. Ich war mehrere Wochen tatsächlich verhindert, aber jetzt bin ich wieder da. Und ja, freue mich, dass trotzdem wieder viele da sind. Mein Bildschirm teile ich jetzt in diesem Moment. Bitte gerade mal Rückmeldung geben, ob das einigermaßen gut Ist zu sehen. lesbar ist. Wunderbar. Also, das ist die Webseite, wer sie noch nicht kennt, thomas-hartmann.online. Da können Sie sich noch ein paar Informationen zu mir ziehen. Ich habe auch noch ein ganz tolles Angebot für Sie dabei, werde ich aber dann auch in dieser Stunde noch mal mehrfach erwähnen, falls es für Sie interessant sein könnte. Es müsste, es dürfte für Sie interessant sein. Also, das ist meine Seite. Schauen Sie mal rein, thomas-hartmann.online. Und dann wollen wir uns mal gemeinsam den DAX angucken. Und tatsächlich mache ich das jetzt mit Ihnen seit längerem zum ersten Mal, weil ich die letzten Wochen ja ganz, ganz wenig, also fast gar nicht getradet habe. Und was man natürlich immer mal wieder mitbekommen hat, auch wenn man im Krankenhaus ist oder sonst wo, sowas kriegt man halt dann doch mit, irgendwie in den Medien. Dieser starke Abverkauf am 26. November, das ist natürlich super ärgerlich, wenn man an dem Tag nicht handelt, mal 5% nach unten beziehungsweise 800 Punkte ohne große Gegenwehr. Das ist natürlich ein Traum, wenn man auf der richtigen Seite unterwegs ist. Ja, also diese Seitwärtsbewegung, genau das ist ja das, was ich nicht haben möchte. Ich mache gerade mal meinen Mauszeiger noch größer, dann sollte das noch besser für Sie sichtbar sein. Eine Sekunde. Der Zeiger. So, jetzt ist der Zeiger größer. Also sowas möchte ich ja nicht handeln. Sowas möchte ich sehr gerne handeln. Also gerade sowas handle ich sehr gerne. Oder so eine volatile Seitwärtsbewegung ist auch ganz toll. So eine geringe Seitwärtsbewegung, die mag ich gar nicht gerne handeln. Das Einzige, oder was wir jetzt gesehen haben, ist ja dann dieser wahnsinnig starke, schnelle Rücklauf auf die 15.000er-Marke mit ein paar Verwerfungen, auch mal unter 15.000 drunter. 14.916 hatten wir jetzt hier im Tief. Und jetzt wieder die Aufwärtsbewegung, die aber nur in diesen Widerstandsbereich zurückgekommen ist. Vielleicht kennt der ein oder andere noch den Chart, weil der ist ja immer noch unverändert. Den haben wir die letzten Wochen in den Webinaren immer wieder gehabt, zu sehen bekommen. Und kein Ton, schreibt jemand. Ich hoffe, also so böse es klingt, ich Okay, hoffe, es geht nur ist Ihnen alles so. gut. Okay. Also dann bitte bei Ihnen mal überprüfen, weil Ton kommt eigentlich, sollte da sein. Ja, also diese Aufwärtsbewegung hier, das war einfach nur der, wie soll man sagen, eine kleine Rallye nach oben nach dem starken Abverkauf, aber nachhaltig konnte nicht über die 15.800 drüber gehen, also über diesen Widerstandsbereich. Und dementsprechend ist alles darunter kurzfristig short. Ja, also unter 15.800 gibt es erstmal keine Anhaltszeichen dafür, dass er über 16.000, 16.100 geht, beziehungsweise das alte Allzeithoch attackiert. Dennoch,
Sie sehen es hier, wir sind nämlich zwischen diesen zwei Bereichen, zwischen diesen grünen. Und folgerichtig wäre dieser Bereich dann jetzt derzeit eigentlich rot. Können wir auch noch rot füllen. So. Und der hier ist dann grün und das ist unser Unterstützungsbereich, das ist unser Widerstandsbereich. Und jetzt stehen wir quasi mit dem Punktestand von 15.660 Punkten direkt zwischen den Stühlen. Und das bedeutet, dass wir jetzt in der kürzeren Zeiteinheit schauen müssen, wo wir jetzt hier angreifen können, beziehungsweise wo wir jetzt hier einen Trade ableiten können. Und dann müssen wir dann in die kurzfristigere Zeiteinheit gehen. Ja, und das machen wir dann gleich. Ich muss gerade nochmal hier kurz einen Link aufrufen. So, das hier. Gut. Also, das Tageschart ist soweit besprochen. Jetzt gehen wir in den Stundenchart. Wie sieht es hier aus? Stundenchart. Hier ist unser Unterstützungsbereich. Den haben wir ja im Tageschart oder haben wir ja gesehen, dass der im Tageschart erreicht worden ist. Natürlich sehen wir das im Stundenchart auch. Hier war ein Long Trade dementsprechend einzugehen, hat man machen müssen. Hier oben Short Trade, ja, ist ein bisschen drüber hinaus, Toleranz. Muss man gucken, wie man das dann halt handelt. Ja, aber es war definitiv eine gute Situation, hier dann gerade bei dieser starken Aufwärtsbewegung dann Short Trade einzugehen, hier unten dann Long. Hier oben kam er wieder in diesen Widerstandsbereich, da also Short. Und aktuell ist im kurzfristigen Rahmen, solange wir über den 15.600 stehen, sind wir eher auf Long getreten. Also ich von meiner Vorgehensweise. Bestätigt wird das Ganze, wenn wir über die 15.700, das ist diese gelbe Horizontale, wenn wir über die 15.700 Punkte gehen, dann wird das alles bestätigt, dass wir auf die 15.800 kommen. Stundenchart, 15-Minuten-Chart, ähnliches Bild, nur ein bisschen kurzfristiger. Hier ist jetzt die Seitwärtsbewegung. Jetzt versucht ihr hier schon quasi kurz vor 9 aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben auszubrechen. Dieser Rücksetzer hier bei den 15.800 war deutlich. Das hat auch sehr gut gepasst mit diesen Einzelwiderständen und Unterstützung. Fünfer, ja, also ich würde jetzt versuchen, müssen wir mal gleich gucken, wie er dann jetzt eröffnet. Im Bestfall kommt er hier runter auf die 15.620, also hier in diesen Unterstützungsbereich rein. Und wir können Long Trade mitnehmen. Und dann werden die 15.700 angelaufen und gar die 15.800. Also das ist ein Szenario. Das nächste Szenario wäre natürlich, dass er hier aus dieser Seitwärtsbewegung vielleicht raus antäuscht, die Unterseite dann aufnimmt, dann kommt er auf die 15.600 und läuft erstmal den unteren Bereich an. Oder wie immer, dritte Alternative, er macht gar nichts und läuft seitwärts. So. Wenn wir gleich mal gucken, live, deswegen machen wir es ja auch live zu Schulungszwecken. Das Konto ist ja hier, das Konto ist ja scharf. Wir müssen uns bei dem aktuellen Konto mit dem Mini-DAX begnügen, weil das alles andere wäre ein bisschen zu groß für diese Kapitalisierung. Und ich würde hier also mit zwei Einheiten beziehungsweise mit zwei Mini-DAX-Kontrakten reingehen. 20er Stop-Loss, dann haben wir hier unsere 100 € Risiko bei einem 10.000er-Konto, was 1% entspricht. Wirtschaftsdaten sind jetzt nicht allzu wild, die jetzt hier kommen. Ich habe schon für morgen geguckt. Jetzt kann der Nelson direkt wieder sagen, ja, die warten morgen alle auf die Fed. Dementsprechend ist es heute wieder ruhig. Ja, morgen steht auf jeden Fall ein bisschen mehr an. Heute ist es tatsächlich ruhiger, was die Wirtschaftslage angeht oder die Fundamentaldaten, die reinkommen. 9:30 Uhr haben wir hier ein bisschen was. Aber ob das so relevant wird, das wird sich zeigen. Wir werden es ja erleben, weil wir so bis 9:45 Uhr machen werden. So, und da wir jetzt noch 5 Minuten. Ja, bitte. Na, ich wollte nur sagen, da du ja schon einen Satz von mir gesagt hast, ergänze ich noch Donnerstag EZB. Danke, genau. Donnerstag EZB.
Kommen wir zu Instagram und zum Angebot. Gucken Sie mal bei Instagram vorbei. Ja, ganz toller hier. Helikopterflug letzte Woche in New York. Das war auch ganz cool. Das habe ich mir gegönnt, nachdem ich so lange im Krankenhaus war. Und für Sie jetzt hier heute exklusiv, der Nelson hat mir versprochen, das wird auch nochmal extra erwähnt. Ein ganz tolles Angebot habe ich für Sie. 5 Stunden Intensivschulung, technische Analyse hier in Pforzheim, live vor Ort. 5 Stunden sind tatsächlich netto. Das heißt, wir sitzen 6,5, 7 Stunden zusammen mit Mittagessen, mit allem drum und dran. Und hier lernen Sie ganz viel. Wenn Sie daran Interesse haben und jeder, der das Traden lernen möchte, der sollte jetzt sofort sich hier anmelden. Schreiben Sie, also gehen Sie auf die Webseite, schreiben Sie, Kontaktdaten sind mannigfaltig zu haben. E-Mail hier, sogar Telefonnummer, also WhatsApp können Sie mich auch kontaktieren. E-Mail, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter, es ist alles da. Ja, also seien Sie mit dabei. Hier, da fehlt sogar eine Zahl. Ah, das ist ein guter Hinweis, muss ich direkt an den Programmierer weitergeben. Schön. Jetzt sind es nur noch 8 Jahre Erfahrung, das ist verrückt. Hier sind es dann wieder, okay. Also da fehlt mir eins. Melden Sie sich, sagen Sie Bescheid. Das ist wirklich ein super Angebot, jetzt nur für Sie, weil das hier, was wir jetzt hier hatten, das ist schon längst auch abgelaufen. Das wird jetzt quasi reaktiviert als Ultra Super Special. 1499 ist in Wahrheit sogar noch gelogen. Wenn Sie das einzeln hier machen würden, wäre das nochmal ein ganz anderer Preiskorridor. Von daher. Absolute Empfehlung und letztendlich, wenn Sie das hier gemacht haben, dann können Ihre Analysen genauso verschoben und verquert aussehen wie meine, nämlich so. Nur wissen Sie dann halt eben, wie Sie das dann auch handeln, was Sie halt hier sehen. Also das, was ich ganz am Anfang vom Webinar hier kurz zusammengefasst habe, das werden Sie dann selbst verstehen, beziehungsweise auch in der Lage sein, diese Bereiche zu finden und aus diesen Bereichen eben Setups abzuleiten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist ja nachweislich, dass das ganz gut funktioniert, wenn man sich diese letzten Dinger, die hier eingezeichnet sind, anguckt. Nicht, wenn man sie im Nachhinein eingezeichnet hat, sondern die waren ja schon alle im Voraus da. Und zeitlich passt es jetzt auch gut, dass wir jetzt nämlich an den Web-Meta-Trader wieder hüpfen, weil wir haben nur noch 2 Minuten bis zur Eröffnung. Kurz nochmal Strategie, entweder schneller Rücksetzer hier runter in den Bereich 630, 620. Dort würde ich einen Long versuchen aufzunehmen mit der Spekulation, dass diese Unterstützung hier ausreicht. Rutscht da durch, können wir die 510, 520 sehen. Meint er muss sofort nach oben abdrehen, dann müssen wir halt nachsetzen, wenn er über die 695 geht, beziehungsweise 700. Und das war jetzt erstmal so das Szenario. Ich sage es aber auch direkt vorweg, das ist jetzt ein Szenario, was eher schwierig ist. Natürlich wäre, wenn wir jetzt eine Eröffnung, so wie hier mal geschehen, wenn wir jetzt hier einen Bereich in so einem Unterstützungsbereich hätten, wäre mir das natürlich deutlich lieber oder in diesem Widerstandsbereich. Haben wir jetzt nicht. Wir stecken halt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber dennoch kann man sich hier was aus. Daraus ableiten, wie erfolgreich das dann sein wird, das wird sich zeigen. So, dann machen wir das hier mal scharf, dass One-Click drin ist. Und dann gucken wir mal, wie sich der Markt verhält. Ich kann es hier nochmal kurz auch mit einzeichnen, dass wir das nicht immer sofort wechseln müssen. Hier rein. Also, hier sind unsere Unterstützungen, die einzelnen. Hier oben wäre dann der Widerstand bei rund 700. Da müsste er drüber. Je nachdem, entweder steigen wir unten ein auf Long oder wir warten, bis er hier oben rausgeht und steigen dann ein. Hier oben natürlich, wenn er dann erstmal schon wieder 50 Punkte nach oben gelaufen ist und wir hüpfen dann hinterher, können wir vielleicht ein Problem haben. Mit dem 20er Stop-Loss. Aber das sehen wir jetzt gleich. Es geht los. 9 Uhr Eröffnung. Ja, mal in den Einser kurz gucken. Okay, also er zieht das mal nach oben.
Und das, wie so oft, wenn Nelson dabei ist, die Eröffnung ist immer einer der ruhigsten Eröffnungen, die es gibt. Also wer ruhigen DAX-Eröffnungshandel haben möchte, der ist immer gut beraten, wenn der Nelson mit dabei ist. Also versuchen Sie ihn da zu kontaktieren, wenn möglich zu dieser Uhrzeit, wenn Sie nicht drauf stehen, dass der DAX zur Eröffnung irgendwie 60, 70 Punkte hoch runter schwankt, dann ist das das Bestmögliche, was Sie tun können. Ich schreibe gleich meine Telefonnummer in den Chat. Ja. Man genug Zeit zu überlegen, was man machen möchte? Genau. Nelson, der DAX-Flüsterer. Es ist wirklich, es ist auch deine beruhigende und entspannende Art, die wirkt sich ja nicht nur auf die Teilnehmer aus, sondern auch auf den DAX. So, okay, also im Fünfer verpassen wir da nicht viel. Gehen wir mal im Einser, damit es ein bisschen wilder aussieht. Schaust du dir auch die Schwergewichte im DAX an, um deine, ich sag mal, deine Entscheidung zu unterstützen, oder? Nein, also ganz selten gucke ich mal, wenn ich hier die Allianz mal analysiere oder so, oder so eine Linde oder so, ja, dann ist es schon nicht uninteressant, aber ich lege da jetzt nicht allzu großen Wert drauf. Also, liebe Teilnehmer, wenn Sie Fragen haben, dann gerne nutzen Sie den Genau. Chat. Wenn Sie Fragen haben, wir haben ja hier noch alles, auch die Watchlist ist ja offen. Wir haben auch ganz viele Einzelaktien. Können auch gerne, ich weiß nicht, ob jemand Kryptos handelt. Kryptos sind ja auch gerade jetzt, gestern habe ich gehört, die Sparkasse, nachdem sie quasi von allen Kunden, die früher mal Kryptos gehandelt wurden, die Geschäftsverbindung gekündigt haben, wollen sie jetzt dann auch selber Kryptohandel anbieten. Also auch Krypto-Charts sind da, wenn das sich ein Teilnehmer wünschen würde, würde ich das sogar persönlich spannend finden, weil ich ja auch, ich habe hier in TradingView seit Wochen nicht mehr reingeguckt. Von daher auch ich würde gerne erfahren, wo die Kryptos demnächst hingehen. Dementsprechend, wenn es einen Teilnehmer auch interessiert, bitte. Bitte melde dich, lieber Teilnehmer. Oh, nee, jetzt hast du wahrscheinlich schon Dienstagtermine rausgesucht, gell? Aber es ist irgendwie, es ist wirklich wie verhext mit uns. Es ist immer dasselbe. Das können wir ändern nächstes Jahr. Ja. Ich werd ein bisschen wilder nächstes Jahr dann. Okay, das ist ein Vorsatz. Da müssen wir aber, das gilt ja dann immer nur für die ersten 2 Wochen, oder? Im neuen Jahr. Dann sind ja die Vorsätze wieder über Bord geworfen, oder bist du da zielstrebiger? Nein, das muss dann auch wirklich halten. Okay. Ja,
Gut, wenn keiner Fragen hat, ich weiß, also bei der Eröffnung sind wir 20 Punkte nach oben gegangen. Da macht man halt nicht viel, ne? Bin jetzt schon fast gewillt, diesen Long jetzt schon einzunehmen, weil bis der 20 Punkte nach oben geschlichen ist. Ja, dann nehmen wir den Long jetzt schon mal mit, weil wir nicht mehr warten wollen und gucken, ob das. So. Jetzt haben wir hier mal, sehen Sie, so schnell kann das gehen mit dem Fehler. Jetzt waren wir hier im falschen Kontrakt unterwegs. Ja, ich habe es direkt zum Glück gesehen, weil mit zwei großen bösen Lot wollten wir eigentlich nicht unterwegs sein. Ja, so. Jetzt passt es dann wieder. Ja, also mal ein Fehlklick, der nicht so gut gewesen wäre, wenn er jetzt komplett abgerauscht wäre. So, jetzt sind wir mit 2 unterwegs. Das heißt, wir müssen den Stop-Loss auf 10 Punkte reduzieren. Und sind dann auch sehr schnell draußen, wenn er jetzt nicht direkt anläuft. Also hoffentlich bricht er jetzt dann direkt aus. Sonst müssen wir schauen, dass wir da nochmal nachsetzen. Ich möchte den Stop-Loss dann auch sehr eng nachziehen, weil wir eben eh schon so einen geringen Abstand haben. So, wenn jetzt hier natürlich hier oben die Korrektur direkt kommt, dann sind wir gleich draußen. So, da sind wir auch schon direkt raus. Genau, also das zu dem Thema warten, warten, warten. Ja, jetzt kommt er nach oben. Ich würde noch einmal. Ja, ich gehe noch einmal mit direkt. Ja, leider teurer uns wieder einkaufen. So, wieder ein sehr enges Stop-Loss. Wir gucken, jetzt kommt da ein bisschen. Wir müssen über die 95 drüber und über die 700. Dann sieht das ganz gut aus. So, was macht der Chat? Alle ruhig. Nee, das ist nicht der Zero Trader, das ist nur der normale. Traden Sie CFDs oder Futures? Also das ist der Future und ich trade eigentlich zu 99% nur den Future. So, Bewegung ist bisher ganz gut. War die richtige Entscheidung bislang, dass wir da direkt nochmal mitgegangen sind, auch wenn wir teurer uns wieder einkaufen mussten. Aber bisher passt es. Ja, 100 € hatten wir jetzt verloren mit dem einen Trade.
40 € sind wir jetzt vorne mit dem aktuell laufenden. Abgesichert ist er immer noch nicht, beziehungsweise auch ein Initial-Stop-Loss mit 100 € Risiko. Heißt, wenn er jetzt direkt nach unten rauscht, wären 200 weg, beziehungsweise 2% an unserem 10.000 € Konto. Ich möchte dem Stop-Loss jetzt aber Luft geben und ihn jetzt nicht zu eng machen. Obwohl mir bewusst ist, dass er jetzt hier natürlich, wir sind hier auf der Höhe bei den 95, dass hier natürlich ein Widerstand ist. Ja, das wird, wenn wir zieht er jetzt durch, also die Möglichkeit besteht natürlich gerade nach 9 Uhr, dass er da ohne größere Probleme durchkommt. Aber klar, natürlich ist auch hier die Gefahr des Rücksetzers. Ja, aber da wir einen Stop-Loss haben, dann ist ja unser Risiko dementsprechend begrenzt. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Fragen? Stellen Sie bitte Fragen. Oh, Trade läuft. Ja, wenn wir den jetzt zumachen, da hätten wir sogar heute schon 30 € verdient, aber machen wir nicht. Ich werde sogar erstmal auch nicht den Stop-Loss in den Gewinn ziehen, weil ich ja, einfach sehe, dass wir hier auch gut die 780, 800 erreichen können. Und dann schauen wir einfach mal, ob das klappt. Also wenn er jetzt noch 6, 7 Punkte nach oben kommt, also dass wir 2 zu 1 vorne sind, dann ziehe ich auf jeden Fall nach. Aber jetzt bei 1 zu 1 mache ich es noch nicht. Aber unsere Teilnehmer sind alle konzentriert und handeln selbst. Offensichtlich, ja. Ja, ich sehe gerade schon, hier kam eine E-Mail parallel rein, Interesse am Seminar, das ist so wunderbar, dann können wir dafür direkt nochmal drauf zurückkommen. Wer es nicht gesehen hat, 6,99 statt 1.499, beziehungsweise sogar noch viel mehr, wenn Sie das einzeln hier machen würden. Es wird auf jeden Fall eine Kleingruppe sein, ja, sowieso dank Corona mache ich keine größeren Gruppen. Und stattfinden tut das alles in Pforzheim. Wäre Pforzheim die Weltstadt, ehemalige Goldstadt, beziehungsweise angebliche immer noch Goldstadt, nicht kennt. Pforzheim liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart und hier sitzt das Büro. Und in diesen Räumlichkeiten wird das Webinar Seminar stattfinden. Achtung, es ist nämlich kein Webinar. Ich mache diese Intensivschulung, mache ich nur vor Ort, weil ich das unheimlich anstrengend finde, so eine Intensivschulung online zu machen. Und ich da auch nicht allzu optimistisch bin, was den Erfolg angeht, weil das ganz stark davon lebt, wie man auch zusammenarbeitet. Und das kann man halt eben doch tatsächlich am besten, wenn man sich in die Augen gucken kann. Also das ist in Pforzheim. Termine können dann so ein bisschen untereinander abgestimmt werden, dass man da zusammenkommt auf einen Nenner. In der Regel finden die Termine aber nur freitags statt, weil ich ansonsten mit meinem Eigenhandel beschäftigt bin und da ich glücklicherweise den Eigenhandel fokussiert mache und davon lebe und nicht von den Ausbildungen, muss das hinten anstehen und dementsprechend werden solche Termine, Seminare immer nur freitags, maximal am Donnerstag und das eigentlich auch nur dann, wenn die Handelswoche eben schon abgeschlossen ist. Und das ist immer schwierig vorher einzuschätzen. Dementsprechend können Sie sich darauf gefasst machen, dass ein Freitag immer in den Raum geworfen wird und das ist vielleicht auch ganz gut wegen der Anfahrt, weil man ja dann den Freitag sich frei nehmen kann, statt dass man sich die Woche da so zerrupfen lässt. Also es wird am Freitag sein, Pforzheim zwischen Karlsruhe und Stuttgart, also eigentlich relativ zentral gelegen. 5 Stunden netto, 7 Stunden brutto mit Mittagessen, allem drum und dran. Das. Oh, jetzt kommt Wann der. fängt denn der Regel an?
Anfang der Ja, wir Lehrregel. fangen meistens, klar, wenn wir jetzt natürlich Teilnehmer haben, die irgendwie aus der tiefsten Schweiz oder aus Österreich kommen, dann machen wir so 10. Oder Hamburg ist natürlich auch ein bisschen Anfahrt, Berlin so Sachen. Aber normalerweise um 9 am liebsten, um 10 ist aber auch möglich. Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute hinten raus, also so in der Regel ist es so, dass nach 3 Stunden eigentlich schon. Es wird, ja, es sind sehr, sehr viele Informationen. Es wird hier nicht irgendwie 4 Stunden über die DAO-Theorie gelabert, sondern es geht sehr schnell in den Chart. Es kommen wahnsinnige viele Informationen auf die Teilnehmer zu und das ist sehr fordernd. Und dementsprechend ist es immer gut, wenn man früh morgens anfängt, weil dann die meisten Teilnehmer noch ganz fit sind und dass man hinten raus ein bisschen entspannter machen kann, weil wenn man dann anfängt mit Positionsgrößenbestimmung, Berechnung, und CAV-Berechnung etc. einsteigen, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil das auch viel Kopfrechnen ist bei der Vorgehensweise, wie ich sie eben mache. Und da sollten die Leute ausgeruht sein. Also so, ja, 9, spätestens 10, aber kann man auch ein bisschen individuell gestalten. Ja, da ist auch eine Frage im Chat bezüglich Stoppsetzung. Vielleicht kannst du darauf eingehen. Ja, Stoppsetzung, egal wo ich so, also umgangssprachlich, egal wo ich ihn hinlege, er wird abgeholt. Ist der Broker schuld? Nein, der Broker ist nicht schuld und das habe ich mit dem Broker jetzt einfach nur dazu gesagt. Ja, klar, also die Problematik ist natürlich bekannt. Letztendlich liegt es halt meistens daran, dass die Analyse nicht gut ist. Oder vielleicht im falschen Zeitrahmen gemacht ist und dementsprechend das Stop-Loss nicht auf die zu handelnde Zeiteinheit angepasst worden ist. Wenn wir jetzt mal von unserem, ich überlege jetzt, ob ich demnächst mal plus 1 mache. Ja, mache jetzt mal wenigstens plus 1, weil der macht mir jetzt auch zu lange rum. So, ich will ihn nicht abwürgen, aber er macht da jetzt auch ewig da oben rum. Und wie wir gesehen haben, er kann schnell mal nach unten kommen. Also machen wir ihn plus 1. Wenn wir mit 10 Euro Gewinn rausfliegen. Wenn wir jetzt mal von diesem Arbeitschart hier ausgehen, und so lernen Sie das dann auch, wenn Sie hier die Schulungen wahrnehmen, möchten, werden, würden, wollen, dann habe ich hier eine Stoppsetzung beispielsweise über diesen Bereich. Dann ist hier natürlich, wie ich vorhin sagte, die Diskussion, also alles in diesem roten Bereich ist Short und folgerichtig wäre das Stop-Loss dann über diesen Bereich zu setzen. Jetzt ist die Frage, da ist er dann doch ein bisschen höher. Wie hoch ist die Toleranz von der Oberkante des roten Bereichs bis dem tatsächlichen Hoch? Waren es 15 Punkte? Die Toleranz sollte man im Tageschart dem Trade geben. Ja, also der Trade wäre für mich nicht ausgestoppt und der hier unten wurde auf jeden Fall genommen. Und war ja an der Oberkante, also nicht ansatzweise da unten hätte ich den Stop platziert, hier bei 450 in dem Rahmen. Also da wäre man super noch in dem Trade drin und wäre bis da hoch gekommen. Und hier hätte sich der nächste Short angeboten und das Stop-Loss wäre dann hier drüber gelegen. Also der Short hat hier geklappt, der Long hat hier geklappt und der Short hat wieder hier geklappt. Das heißt, wir hätten einmal hier 300 Punkte runtergenommen, 300 Punkte hochgenommen. Und aktuell würden 300 Punkte nach unten laufen, die aber noch nicht erreicht worden sind, weil jetzt ja hier die Aufwärtsbewegung wieder kommt. So, und so haben wir einfach mal 600 Punkte gesammelt. Mit dem aktuellen wäre man jetzt 700 Punkte, 730 Punkte sogar im Gewinn. Und der Stop-Loss wäre dann dementsprechend immer zwischen, hier wäre der Einstieg da oben. Ja, knapp 80 Punkte wäre weit gewesen, eher 70 Punkte. Also wir hätten 700 Punkte gemacht und Stop-Loss in beiden Fällen 70 Punkte, also 70 zu 140. Und dann kann man ja das CAV ausrechnen. Wer das denn möchte, das wäre ein CAV von 100 durch 145. Also das wäre ganz gut gewesen. Und so kann man das dann halt anstellen, wenn man das so macht, wie ich das mache. Das können Sie, wie gesagt, lernen hier im Seminar. Melden Sie sich thomas-hartmann.online, E-Mail
Telefonnummer, alles da und wir sind rausgeflogen. Genau. Und wir sind auch gut rausgeflogen, nämlich 10 Punkte höher sind wir rausgeflogen. Von daher alles in Ordnung und wir wissen jetzt auch kurzfristig, was er macht. Gehen wir nochmal hier rein. Was haben wir nämlich gesehen? Ja, haben es vorhin erwähnt, die 95 ist wichtig, deswegen ist hier auch so ein gelbes Ding drin gewesen. Er ist kurz drüber, er hat es aber nicht nachhaltig geschafft und jetzt ist natürlich die Abwärtsbewegung zu favorisieren, weil dieser Widerstand greift erstmal und jetzt geht es nach unten. Die Frage ist natürlich wie immer, wie weit. Ich kann mir hier sehr gut die 630 vorstellen, kurzfristig und übergeordnet kann ich mir gar einen Rücksetzer in den Bereich von 500 vorstellen. Das ist so das mögliche Szenario. Das ist vom Tisch, wenn er hier ein neues Hoch macht, wenn er über die 700 rausgeht, dann haben wir wieder die 800 auf dem Zettel. So, und so kann man die ganze Zeit irgendwie sich was ableiten, handeln und das eigentlich auch ganz gut. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir haben jetzt 20 nach. Natürlich gucken, wenn wir jetzt hier natürlich nur von den 500 und 630 ausgehen. Da haben wir ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man das sich vor Augen führt, weil jetzt ein aktueller Short auf die 630, Stop-Loss haben wir ja gesagt, muss bei mindestens 700 liegen. Also da haben wir 25 Punkte mindestens Stop-Loss für mögliche 50. Ja, da kommen wir zu einem CAV von 2 zu 1. Das ist aber das absolute Minimum. Das ist okay. Natürlich durchaus besser wäre es, wenn er hier dann runterläuft. Ob er das aber schafft, das müsste man dann natürlich ausprobieren. Das wäre so ein bisschen die Vorgehensweise. Ich würde jetzt hier nochmal einen riskieren, den Short, in dem, dass wir jetzt hier auch noch einen Trade mitnehmen können. Jetzt hier aber nur mit einem Kontrakt, den Short, 20 Punkte Stop Loss. Und dann kommen wir auf unsere 99. $699 wäre das Stop-Loss. Und Ziel, wie gesagt, erstmal schauen, wenn er runterläuft, was macht er bei den 630, 620. Übergeordnet mögliches Ziel ist aber die 500. Und die können wir auch direkt mal schon mit eingeben. Ja, wer weiß, vielleicht läuft der ja mal an. Dann machen wir hier unsere 15.500 als Take Profit. Und so kann man ganz entspannt traden und den einfach auch mal laufen lassen, bis eben der Stop Loss kommt oder der Take Profit, ohne sich da auch weiter groß drum kümmern zu müssen. Und bislang erstmal hier einfach, das war's. Das war der Rücksetzer auf die 66, Unterstützung. Hier sofort abgedreht. Das ist auch ziemlich souverän. Jetzt mal gucken, wenn er jetzt hier natürlich ein neues Hoch macht, dann sind wir rausgeflogen. Und dann haben wir das mit dem Short, hat es auch erstmal nicht geklappt. Dann kann man sich da oben wieder nach dem Long umgucken. Fragen? Fragen ist doch eigentlich immer etwas schlechter als ich schon dafür das beschreiben. Oh ja. Oh Gott. Jetzt, also, schönes Thema, super toll. Findest Verrechnungsbeschränkung. Okay. Wahnsinnig gutes Thema, habe ich mich gestern erst mit Nelson unterhalten. Ja, leider haben wir nur telefoniert. Hätten wir da zusammengesessen, hätten wir dazu noch 5 Flaschen Wein trinken müssen, dann wäre das Thema deutlich besser runtergegangen. Ja, das ist ein sehr leidiges Thema. Nelson, willst du was dazu sagen? Ja gut, also hat ja das Thema ist ja schon in Anwendung sozusagen. Wir als Broker müssen das nächstes Jahr ab dem 1.1. tatsächlich auch auf den Trading-Konten entsprechend umsetzen. Und wir hatten zu dem Thema auch in Verbindung mit Firmenkonten etc. mal ein Webinar gehabt mit Wright, ist auch bei uns auf der Webseite bzw. YouTube-Kanal online.
Da werden auch nochmal die Thematik ein bisschen auseinandergenommen und ja, Unterschiede als Privat- und oder als Firma nochmal ein bisschen erläutert. Das ist jetzt erstmal, das wird umgesetzt, es ist jetzt da. Damit wir müssen wir alle umgehen, sowohl der Trader als auch der Broker. Und ja, mal schauen, ob und wann das Ganze vielleicht noch eine Wendung findet. Ja, genau, Ride. Also ich habe über Ride und ich habe auch eine Kooperation mit denen. Ich habe eine Trading GmbH gegründet. Das ist hier, ist auch ein Firmenkonto, ein GmbH-Konto oder eine Trading GmbH. Das ist die Hartmann Capital GmbH in dem Fall, die hier auftritt. Und darüber habe ich es halt gelöst, weil, wie Nelson auch sagt, vielleicht, also es muss erstmal so umgesetzt werden, es ist ja so beschlossen, muss alles so gemacht werden. Ob es gekippt wird, da müssen wir dann drüber reden, wenn die ersten Steuerbescheide raus sind, da werden definitiv Leute klagen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich da ganz vorne an der Front positionieren soll, um so ein Musterverfahren da irgendwie anzustreben. Letztendlich erstmal, wer auf rechtliche Sicherheit bedacht ist oder die haben möchte, der kommt an der Trading GmbH erstmal nicht vorbei. Ganz einfach. Ja, die Frage war mit der Verlustverrechnungsbeschränkung, die da jetzt im Raume steht oder jetzt dann auch offiziell nächstes Jahr dann umgesetzt werden muss, direkt mit diesen Verlustbeschränkungen von 20.000. Ich bin kein Steuerberater, ich darf auch keine steuerlichen Auskünfte geben, aber diese ganze Problematik, die da im Raum steht, wenn Sie das nicht wissen, bitte einfach mal ein bisschen googeln, recherchieren, weil das, was da kommt, ist ja irgendwie ist es auch relativ an relativ vielen vorbeigegangen. Zumindest wenn ich mir angucke, wie wenige Leute die Petition unterschrieben haben, die leider dann dementsprechend nicht ausgereicht hat, dass sie vorgelegt wird. Also das ist schon der Knaller, was da eben beschlossen worden ist. Und wer das alles rechtlich sauber haben will, der kommt an der Trading GmbH nicht vorbei. Das ist so der aktuelle Stand. Nur damit es keine Missverständnisse gibt. Die Verlustverrechnungsbeschränkung gilt auch schon für dieses Jahr. Also als Trader muss man das schon beachten. Wir als Broker müssen das entsprechend nächstes Jahr umsetzen. Ja, also nicht, bitte nicht denken, das gilt erst ab nächsten Jahr, sondern das ist schon seit dem 01.01.2021. Jo. Ja, so ist das leider. Ja, hat jemand eine ganz tolle Idee gehabt. Ja, das sind ja das sind immer tolle Ideen. Gut, haben wir sonst noch Fragen? Hier ist noch eine Frage, ob du oder ob man den Stop-Loss auch automatisch ziehen lässt. Stichwort Trailing Stop. Also ich mache es ungern. Ich mache es natürlich, wenn ich definitiv den Trade überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise überwachen kann, was aber eigentlich fast nie der Fall ist. Da sei es schon im Kino oder so. Oder man ist definitiv komplett verhindert, dann ja, Gott sei Dank hat man ja aber die Möglichkeiten, selbst am Handy mal kurz die Trades eben abzuändern. Und wer das nicht kann und in einer extremen Bewegung drin ist, klar, dem ist der Trading Stop natürlich ans Herz gelegt. Meistens ist aber meine Erfahrung deutlich. Ja, es ist deutlich besser, wenn man einfach den Stop-Loss dann an feste Widerstände und Unterstützungen legt, weil wir natürlich eine extreme Bewegung brauchen für einen Trading-Stop-Loss. Jetzt nehmen wir mal, weil wir es hier so schön gerade sehen, dieses Beispiel hier. Also, das ist natürlich eine tolle Bewegung für einen Trading-Stop-Loss, je nachdem, wie eng aber eben der nachgezogen wird oder sich nachzieht, wäre so eine Bewegung nach unten, nach oben, also wenn man in einem Short Trade drin ist, die Bewegung hier nach oben, die wird einen wahrscheinlich rauskegeln, während so ein initial gelegter Stop-Loss, der sich jetzt hier befindet, den wird das natürlich nicht interessieren. Letztendlich geht die Bewegung dann sogar bis hier unten und man wäre hier wahrscheinlich rausgeflogen.
wie gesagt, je nach Abstand von dem Trailing-Stop-Loss. Klar, man weiß ja auch nicht, ob dann das hier dieser Rücksetzer, ob der nur kurzzeitig ist, aber man braucht halt eben diese extreme Bewegung, damit der Trailing-Stop-Loss wirklich Sinn macht. Und meistens weiß man das ja vorher nicht, ob diese extreme Bewegung jetzt gerade kommt in dem Trade, wo man drin steckt. Wenn man natürlich so eine ganz starke Abwärtsbewegung hat, und da hatten wir dann die letzte Woche, was letzte Woche, logisch, wenn man jetzt natürlich so eine Bewegung hier hat, also da war ja keine große Gegenwehr. Ja, also im Stundenchart selbst, da ging es da richtig gut nach unten. Da hat man dann, wenn man hier dann rausgeflogen ist mit dem Trailing Stop Loss, dann ist es natürlich immer noch ein sensationelles Ergebnis gewesen. Aber auch hier sieht man, es kommt dann wieder die Aufwärtsbewegung. Ja, hier auch schön in unserem Widerstandsbereich Thema. Und dann läuft er doch initial noch weiter nach unten. So, und dann ist natürlich die Frage, wie, ne, kann man es überwachen? Möchte man es überwachen? Hat man sinnvolle Ein- und Ausstiege oder eben Levels, wo man Stop-Loss halt hinlegt? Dementsprechend, meistens ist es aus meiner Erfahrung besser, initialen Stop-Loss immer neu zu setzen, sinnvoll im Chart und nicht einfach mit dem Abstand von X da reinzulegen. So, unser Trade, ja, ist okay. Er macht da jetzt so ein bisschen rum. Wir sind plus minus null. Einen haben wir ja also 100 Euro verloren, 10 Euro verdient. Jetzt plus minus null. Also summa summarum ganz in Ordnung. Viertelstunde haben wir noch grob. Fragen Ihrerseits, bitte gerne rein damit. Ja, das ist manchmal mit dem DAX. Also ich habe auch schon Webinare gehabt, da hat er sich eine Stunde lang 10 Punkte bewegt. Ja, das ist ja toll, wenn man Scalper ist, ne? Aber also ich bin es nicht. Hast du auch manche Positionen, die du manchmal mehrere Tage liegen drin hast, oder? Ja, das, also ich eher selten, aber klar, ich meine, das, was ich jetzt gezeigt habe im Chart. Bitte auch dran denken, also wenn Sie das Seminar jetzt hier machen wollen bei mir, das ist jetzt nicht auf hier Hardcore Daytrading ausgelegt, also kann man natürlich machen. Letztendlich bringen Sie aber einfach beigebracht, wie Sie die technische Analyse sinnvoll einsetzen. Und das ist, da ist nur eine Entscheidung im Monat, die einfach, die kann schon deutlich besser sein, als einfach monatelang in dem Markt zu verharren. Und darum geht es ja, ja. Einfach sein. Eine Strategie zu entwickeln, die muss nicht ultra kurzfristig sein, sondern einfach ab und zu Entscheidungen zu treffen anhand des Charts und dann kann man auch deutlich besser im Markt zurechtkommen und einfach solche Bewegungen wie letzte Woche, die muss man nicht mitmachen. Ja? Also diese 10% Korrektur, klar, irgendwann erholt sich es meistens immer, zumindest war es bislang so. Ich kenne aber auch noch andere Tage. Das ist ja die letzten Jahre so, dass quasi egal, was man getan hat, man hat Geld verdient, weil der Markt sich immer wieder erholt. Aber irgendwann bleibt diese Phase halt auch mal aus. Und darauf muss man halt auch vorbereitet sein. Und das kann man halt eben gerade sehr gut mit der technischen Analyse. Und das sollte man eben halt lernen. Und klar, von diesem Setup hier aus dem Tagesschart kann man wahnsinnig viel mit sehr wenig Zeit machen. Weil wenn man sich dieses Chartbild hier anguckt und versteht, dann kann ich hier sofort einige Trades ableiten, die ich mit vorgefertigten, vordefinierten Orders, ohne dass ich am Rechner sitze, die dann eben getriggert werden, wenn diverse Marken erreicht werden. Dann muss ich nicht am Rechner sitzen, sondern einfach nur ab und zu mal drauf gucken, die Trades dann, die angelaufen sind, verwalten
und vielleicht nur geringe Anpassungen vornehmen, weil sich im Chartbild was Neues auftut und dann war's das. Ja, also Trading heißt, Traden verstehen ja immer so viele mit, ich hab einen Job, ich habe genug zu tun, ja, das ist mir klar. Aber auch mit 20 Minuten Arbeit in der Woche kann man auch schon eine sehr gute Performance erzielen. Nur natürlich erstmal komplett die technische Analyse zu lernen, ist natürlich für alles im Leben, was man neu lernt, erstmal zeitintensiv. Das muss einem klar sein. Aber seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so salopp sage, aber wer eben Geld verdienen will, der muss sich halt einfach auch mal ein bisschen Zeit dafür nehmen. Bleibt halt auch nicht aus. Hast du oder benutzt du auch Zeitstops? Also wenn du sagst, wenn die Position so und so, so lange nicht anläuft, dann gehe ich raus. Nee, raus nicht, aber so wie vorhin in dem Trade, wenn er dann zu lange da oben irgendwie rummacht und kein Ausbruch kommt, dann wächst für mich die Gefahr, dass er halt eben doch nicht den Ausbruch schafft und dann tue ich den Stop-Loss einfach enger nachziehen. Aber Zeitstops, nee, das nicht. Einfach nur, Trade läuft nicht an, okay, Risiko minimieren, das mache ich dann. Oder eben halt, wenn natürlich, klar, wenn ich jetzt in der Position drin wäre, mit einem 10er Stop-Loss kurz vor einer Fed, dann gehe ich entweder raus, ja, oder tut den Stop-Loss eben noch enger machen, dass ich dann wirklich sofort rausfliege. In der Regel mache ich ihn dann aber bei so einem engen Stop-Loss, tue ich die Position direkt entfernen. So, der Trade läuft ganz gut an. Wir sind gleich das Risiko vorne. Fünf Minuten haben Sie noch. Fragen? Fragen zu Kryptos? Da auch niemand etwas dagegen gesprochen hat, kannst du es natürlich auch gerne zeigen. Machen wir es so rum. Auch gut. Also, da alle gefragt haben, kommen wir jetzt zu den Kryptos. Und ich bin selber gespannt, wie der Chart aussieht. Okay. Gut. Also, Sie sehen, Fehleinschätzung. Ja, gut. Also, nach meiner Vorgehensweise war ich hier long. Kursziel war tatsächlich bei 96.000. Nachdem ich long gegangen bin, ist der Kurs nur 6% nach oben gegangen und dann ist er nach unten. Also wer 6% aber vorne ist, also ich war definitiv schon ganz weit vorne mit meinem Stop-Loss und Gewinn. Dann ist der Kurs zurückgekommen. Sehr schön zu sehen. Hier haben wir einen Aufwärtstrend, der ist auch ganz, ganz alt. Ich kann Ihnen zeigen, von wo der kommt. Der kommt von Dezember 2020. Das hat, oder haben die meisten Kursteilnehmer offensichtlich auch so gesehen. Der Bitcoin hat sich hier sehr gut dran gehalten. Irgendwann wurde dieser Aufwärtstrend dann gebrochen. Und dann hier nachhaltig, dann ist er auch massiv abgesackt. So, wir haben hier ein Tief gesehen bei 42.500. Der nächste Unterstützungsbereich wäre erst Oberkante 41.500 gewesen. Das heißt, Ziel verfehlt um 2%. Achtung, wir sind im Kryptomarkt. Also
Da hätte man schon mal gucken können, ob man dann vielleicht vorher einsteigt, gerade als es hier so geknallt ist, weil Sie müssen sicher, ne, wer den Kerzenchart versteht, weiß, dass diese Kerze an diesem Tag irgendwann hier blutrot bis hier unten ging. Da kann man dann schon mal überlegen, auch bei Kryptos, wenn ein Tagesverlust dasteht von 20%, dass man vielleicht so einen Trade kurz vor der Unterstützung schon ein bisschen eher nimmt, als auf diesen Punkt hier zu warten, um 2% nochmal besser rauszuholen. So, wir haben dann einen Rücklauf gesehen. Der Rücklauf überrascht überhaupt nicht, weil es war einfach nur ein Retest von dem Widerstandsbereich. Das ist dann so ein super Trade, den man machen kann mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis. Das hier ist nämlich alles Short gewesen. Tatsächlich ist er auch Short gegangen. Wir haben hier dann wieder 6, 7, 8, 9, 10% holen können auf der Unterseite. Und aktuell versucht er sich so ein bisschen bei den 46.000 700 zu stabilisieren, das ist eine Einzelunterstützung und reicht diese Einzelunterstützung auch nicht aus, ist meine Meinung, dass dann wirklich dieser große Unterstützungsbereich richtig getestet wird und dann stehen wir eben bei rund 40.000. Für mich ist der Bitcoin also erstmal, Sie wissen, zu Schulungszwecken so lange short, wie der Bereich unter also zwischen 49.000 und 51.300 nicht nachhaltig überwunden wird. Das ist der erste Anhaltspunkt für mich, dass die Aufwärtsbewegung wieder fortgesetzt werden kann. Auf dem Weg nach oben haben wir diverse Hindernisse, die sind bei 53.000. Dann haben wir diesen gebrochenen Aufwärtstrend, der dann als Widerstand erstmal fungiert und weiter oberhalb die 62.000 bzw. dieser breite Bereich. Und das Kursziel von 96.000, klar, ist nach wie vor noch möglich. Dafür müssten wir aber erstmal das Allzeithoch überwinden und das liegt derzeit bei rund 69.000 US-Dollar. So, ich hoffe, mit dem einen oder anderen, weil ich jetzt öfter schon auf meine Bereiche eingegangen bin, verständlich. Ansonsten denken Sie dran, schreiben Sie mir, nehmen Sie dieses Angebot wahr, exklusiv für FX-Fed-Kunden, melden Sie sich. Wir schreiben das nochmal, oder der Nelson hat mir versprochen, er macht das auch nochmal öffentlich, dass es das rund geht an Teilnehmer etc. Lohnt sich auf jeden Fall, sehr gute Resonanz bislang immer bekommen, tatsächlich, und ich habe den Leuten nicht gedroht. Von daher nehmen Sie das wahr, es kann sich wirklich lohnen für Sie und würde mich freuen, wenn wir Sie hier dann begrüßen dürfen in Pforzheim, in dem Büro vor Ort. Zu einem Live-Trading-Lern-Seminar. Ist komplett für absolute Anfänger. Also Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse. Stelle mich aber auch auf die Gruppe ein. Bedeutet, wenn ich sehe, dass bei den meisten Teilnehmern eben die Grundlagen alle da sind, dann stelle ich trotzdem immer noch ein paar blöde Fragen, um das wirklich komplett abzuprüfen, dass es wirklich so der Fall ist. Und trotzdem lernt man ja dann ein bisschen was, wenn man andere Sachen nochmal aus einer anderen Sichtweise hinterfragt bekommt, erklärt bekommt. Und ja, da kann man hier eine ganz gute Zeit haben und viel mitnehmen. Und das ist mit Sicherheit sehr lehrreich. Ja, ansonsten habe ich hier zu dem Trade noch was zu sagen. Nö, ich würde ihn jetzt genauso lassen. Der Initial-Stop-Loss bleibt jetzt erstmal bei 699, also hier oben. Sobald ein neues Hoch quasi gebildet wird, fliegen wir raus. Der Take-Profit liegt jetzt bei 500, also 15.500. Also wenn er es schaffen würde, wären das 180 Punkte auf der Unterseite. Schauen wir einfach mal, so würde ich ihn jetzt einfach laufen lassen. Erste Anpassung würde ich erst vornehmen, wenn er auf die 630, 620 vorkommt. Und denken Sie bitte dran, alles nur zu Schulungszwecken. Sie wissen selbst, Ihr Risiko einzuschätzen und mit Positionen umzugehen. Und von daher Punktlandung, würde ich sagen. Also ich habe aus meiner Sicht fertig. Bedanke mich schon mal recht herzlich für die rege Teilnahme und Aufmerksamkeit und Termine, neue Termine gibt es bald. Werde FX-Flat auf jeden Fall treu bleiben und Wiederholungstäter bleiben und wünsche Ihnen schon mal einen wunderschönen Tag. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Thomas, für die Webinare in diesem Jahr. Ich glaube, ich darf ankündigen, dass wir nächstes Jahr auch wieder zusammen die Webinare machen. Lieber Auf jeden Teilnehmer, Sie werden Fall.
Sie werden natürlich recht zeitnah dann auch über die neuen Termine informiert. Ich schließe mich an, wünsche natürlich Ihnen auch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche über die anstehenden Wirtschaftstermine oder beziehungsweise auch Zentralbanktermine haben wir darüber gesprochen. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Falls Sie mich nicht in anderen Webinaren noch diese Woche besuchen, wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr wieder dabei sind. Also ja, es wird eine Aufzeichnung geben und kommt dann natürlich auch so schnell wie möglich online. Das stellen wir dem Thomas auch zur Verfügung, kann er dann auf seinem Kanal natürlich auch gerne online stellen und dann können Sie das heutige Webinar dann nacharbeiten. Also, bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Schöne Weihnachten, guten Rutsch, alles Gute, bis bald.